In ihrem Hause wohnte noch ein Mädel in unserem Alter und die sind immer mit der Mutti von Elli nachmittags zu Kroll gegangen. Kroll ist in das, nein, Kroll ist ein Etablissement gewesen, wo man tanzen konnte und wo man Kaffee trinken konnte. Und nachmittags war das etwas ganz Seriöses. Tanzmusik, nachmittags im Kreugarten. Und da ist die mit den beiden Mädels manchmal hingegangen. Die haben dann getanzt, wurden aufgefordert und haben getanzt. Und da haben sie mich auch mal mitgenommen. Und meine Mutti hatte mir ein hübsches buntes Kleid genäht und ein dunkelblaues, wie so ein Cape war das, und einen Hut hatte ich auch, der auch dunkelblau war. Von hinten sah das sehr dunkel aus, von vorne sah das sehr hübsch aus. Und die Mutti von Elli, na ja, Gott, die wird das nicht so übersehen haben. Ich habe also mit dem Rücken zur Tanzfläche gesessen. Die beiden Mädels, sie sind dauernd aufgefordert worden. Soldaten waren es dann, junge Soldaten. Mich hat kein Mensch aufgefordert. Statt dass die Frau sagt: Waltraud, setz dich mal jetzt hier hin, dass die dich von vorne sehen. Die haben mich ja von vorne ja nicht gesehen. Die haben den dunkelblauen Hut gesehen, den dunkelblauen Cape und haben gedacht, ich bin altes Mutterkind oder so. Ich habe nicht einen Tänzer gehabt. Und seitdem habe ich eigentlich eine Phobie des Sitzens zu der Fläche hinter mir. Ich muss immer an der Wand sitzen und in den Raum gucken können. Das habe ich seit der Zeit. Ist mir auch alles erst später, habe ich mir das so zurechtgelegt. Das war traurig. Die haben getanzt wie verrückt. Und ich saß da als Mauerblümchen. Aber ich habe nachher die beste Ehe von allen gehabt.